Hallihallo, du liebe Waage, und herzlich willkommen hier bei mir. Ich freue mich, dass du hier bist. Wir schauen uns jetzt gemeinsam in diesem Reading die Mai-Energien für dich an. Was will sich da jetzt so entwickeln? Was ist das, was so jetzt so für dich entstehen kann? Welche Hilfen gibt es für dich, um vielleicht auch ja, manche Neuschritte einfach anders zu spüren oder in sich zu begreifen? Was ist das, was jetzt einfach so im Kollektiv für die Waagen, was zu dir jetzt kommen will und kann? Ja, und darüber hinaus natürlich auch mehr, aber einfach so ein paar Impulse für dich mit dem Rat der Hohepriesterin. Und das, was wir hier jetzt schon ganz, ganz stark sehen, ist, es geht jetzt wirklich um dich und es geht darum, dich geerdet zu erfahren. Es geht darum, Altes loszulassen. Da lese ich dir jetzt vor von meinen Karten. Rucksack los. Das sind meine Heart-Channeling-Karten, Teil 1. Finde Freude in all deinem Tun und lass deinen Geist ein wenig ruhen. Die Zweifel sind nur kleine Unsicherheiten. Lass dich nicht weiter von ihnen verleiten. Bei dir geht's um Ausgleich, Verbindung und Glück. Lass Altes und Störendes für dich zurück. Streif ab den Rucksack und lass ihn stehen. So kannst du gestärkt deinen eigenen Weg gehen. Ja, es geht jetzt wirklich darum, dich zu erfahren, auch wenn Kummer und Schmerz da waren. Ja, diese Erdungsenergiekarte ist so eine Energiekarte von den Starseeds. So. Wo so ein bisschen dieses, noch Angst vor der Erde, so ein bisschen dieses, boah, da ist es schwer, da sind viele Dinge passiert, so ein bisschen dieses, noch mitschleifen, alte Erinnerungen, das ist das, was so kommt, ja, und dieses noch nicht ganz erden, noch nicht die Erdkraft wirklich für sich wahrnehmen und spüren, weil wenn wir das machen, wenn wir uns wirklich verbinden mit unserem Potenzial quasi, mit unserem Ursprung, ja, das ist ja das, wie ich auch arbeite im Selbstwert, mit unserem Ursprungslicht, wenn wir das spüren und wenn wir uns erden, ist es so schwer nämlich nicht. Es ist nur so schwer, wenn wir uns eben nicht erden, wenn wir so herumeiern, wenn wir die Erdkraft nicht mit einbeziehen, dann spüren wir nämlich eine Erdenschwere, dann spüren wir diese Traumata und alles der vergangenen Zeit oder auch noch der heutigen Zeit, wie auch immer, na, das, was einfach hier so los ist. Und wenn wir aber lernen, das zu verbinden und wenn wir auch den Mut haben, dazu zu sagen, okay, ich gehe meinen Weg, ich lasse mich auf meine Gefühle ein, ich lasse mich auf mich selber ein, auf meine Wünsche, auf meine Bedürfnisse und ich lasse mich auch darauf ein, dass es einfach auch schwer war eine Zeit lang für mich auf dieser Welt, dass ich auch schon Dinge erfahren habe natürlich, aber traue mich das auch so aufzumachen und zu etablieren und nicht die Schwere immer mitzutragen aus Gewohnheitssinn. Ja, viele von uns haben diese Schwere mittragen einfach wie antrainiert und darum geht es, das wieder loszulassen und das ist dieses Rucksack los. Ja? Und dann will noch zu dir dein Leuchten. Lass dich frei in Fülle stehen und lass dich wieder strahlen. Deine Führung ist bei dir und neue Chancen warten. Vertraue auf die Stimme tief in dir und lass dich von ihr leiten. Hier wirst du neue Wege finden, den eigenen Weg für dich, so sagt die Seele dir, und wird dich treu auf dieser Erde hier begleiten. Wunderschön, also auch hier geht es um dein Leuchten, hier geht es um diese Erdkraft, hier geht es darum, dass du dich auf die Erde bringst. Was tut dir gut, was füllt dich auf, was gibt dir Kraft, was macht dich auf, wo wollen deine Schwingen hin? Ja? Und du bist hier beschützt, du hast ja auch die Ahnen mit dabei, die dich hier unterstützen und tragen. Sehe das Licht, indem du am Boden bleibst, ja? Und nicht immer wieder vielleicht abdriftest, ja? oder in irgendwelchen vergangenen Strukturen verweilst, ja? Weil es wirklich darum geht, jetzt geschützt und getragen zu spüren und auch nicht Einzelkämpferin zu sein. Wir haben hier die Karte Wir, die lese ich aber jetzt gar nicht vor, sondern Wir ist auch gefallen und da geht es darum, dich in Verbindung zu bringen mit dir selbst, aber auch mit anderen, ja, Unterstützung auch anzunehmen, nicht alles allein machen zu wollen und einfach auch dich mit den Menschen zu verbinden, die selbst auf ihrem Weg sind und nicht dir einen klein machen wollen, ja. Und da haben wir die Bündelung des Schöpfungslichts. Bündle das Licht in dir und mache es sichtbar. Also es geht auch darum, weiterzugehen, weiterzumachen, den Fokus wieder, ja, in der göttlichen Proportion zu sehen. Wo legt man den Fokus hin? Welches Gewicht legt man wo hinein? Und auch sicher zu sein, ja, du bist erstens nicht allein und zweitens, dass du ein wahnsinniges Glück und Freude auch verdient hast auf dieser Welt. Und das soll jetzt wirklich hier auch in den Fluss kommen und deine Schwingungsfrequenz wieder neu eingestellt werden, damit einfach alles fließt, damit du deine Seelenwahrheit genießt und eben nicht mehr in diesen
Licht- und Schattenkampf quasi auf dieser Erde verweilst, sondern das in die Waage bringst, liebe Waage. Ja? Damit ein Zyklus endet und ein neuer, fruchtbarer Zyklus jetzt nachhaltig, stabil entstehen kann. Weil ich glaube nicht, dass ja, der ein oder andere ist jetzt vielleicht in einer tiefen Schwingung auch manchmal oder kämpft dann noch sehr herum. Der nächste hat sich vielleicht schon viel ausgerichtet, da geht das noch, aber dann sind das so Nuancen und kleine Teilchen, die da einfach mitschwingen. Und es geht darum, jetzt quasi wirklich in so eine, auf ein gutes, solides, schönes Fundament, ohne diesen vielen Auf und Abs zu kommen, ja. Auch gefühlstechnisch gesehen. Und da sehen wir jetzt nämlich gerade eben, was es auch zu tun hat mit den alten Masken, mit den Schmerzen hier gesehen. Ja? Aber was wunderschön ist, es geht jetzt wirklich darum, deine Power, deine Kraft, deine Wünsche auf die Erde zu bringen wieder, ja? Um dich im Fluss und in der Vollendung zu sehen. Also das ist die Kraft, die auch hinzukommt. Das, was jetzt herausgeht, die Erkenntnis, die du bekommst, ist, dass du den Schlüssel in der Hand hast, deine Ziele nach deinen Seelenwünschen auszurichten, dass du den Schlüssel in der Hand hast, Ziele, deinen Bogen, deinen Fokus dorthin zu lenken, wo deine tiefen Gefühle wirklich für sich fließen wollen. Na, auch wieder die Mondenergie. Der Mond steht für Einfühlsamkeit, für Annahme, für Seelenwünsche, für den Seelenplan auch. Ja, für das, was. Na, das ist jetzt alles, was kommt. Da steht noch viel mehr. Ja, aber einfach das, was jetzt einfach zu dir kommen will, das Zuhören mit deiner Seele, im Einklang sein mit deiner Seele und auch zu akzeptieren. Und das ist der Schlüssel, das ist diese tiefe Erkenntnis, die du jetzt integrierst, zu akzeptieren, dass der Mond einfach auch Zyklen unterlegen ist. Ja, also manchmal haben wir einfach Zyklen, da gehen wir mehr in uns hinein und dann ist aber wieder die Zeit, das Gelernte auch nach draußen zu tragen, so gesehen. Ja, und das ist jetzt eben der Prozess, der jetzt stattfindet. Und da darfst du noch sehen, weil das ist das, was jetzt hinzukommt im Mai, da darfst du noch sehen, dass dieses dich befreien quasi und auf deine Wünsche, auf deine Erfüllung ausrichten, der Stern am Himmel steht, damit der Stern am Himmel steht, jetzt ist da ist eine total schnelle, wahnsinnig schnelle Energie, also ich rede gerade schon schnell, aber das ist viel schneller, ich rede schon langsam im Gegensatz, wie das fließt und alles rauskommen will, weil es bei dir wirklich so wichtig ist, diese Illusion des Mangels zu erkennen, gerade wenn es um Sichtbarkeit geht, gerade wenn es darum geht, deine Fähigkeiten zu dir zu vertrauen, deine Fähigkeit nach draußen zu bringen, ja, wirklich zu sagen, was du willst, um was es geht, ja, zu erkennen, dass in dir eine wunderschöne Frau, ein wunderschöner Mann, ein wunderschönes Wesen einfach steht, ja, was einfach leben will auf dieser Welt, glücklich und frei, ja, und indem du dich jetzt mehr wieder auf dich ausrichtest, aus einem Kampf rausgehst, der dir hier bewusst ist mit dem Fokus, da gibt es immer wieder irgendwie so einen Clinch mit drinnen, auch mit der Sinnhaftigkeit bei manchen Themen und auch zu den Gefühlen hin, ja, dass du das jetzt überwindest quasi, indem du jetzt einfach deinen Fokus umlenkst auf die Dinge, die wirklich für dich im Moment sich gut anfühlen und die als gut zu erfahren. Und das, was da jetzt beim Rat der Hohepriesterin quasi bei der dunklen Seite der Hohepriesterin, also bei der Schattenseite, das, was noch im Unterbewusstsein so ein bisschen mitschwingt, sind eben die schmerzhaften alten Erfahrungen und dass man da noch Masken trägt. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht manchmal so ist, dass man vielleicht ein paar Dinge deckelt, dass man einfach sagt, ja gut, jetzt ist aber auch mal genug. Ne? Das ist zwar ein wichtiger Prozess auch in diesen ganzen Geschichten, dass man auch mal einen Stopp hineinwirft. Ja? Hier diese Karten sagen mir aber, dass da noch ein bisschen so eine Maske drinnen liegt. Der eine wird es vielleicht in der Schwere haben, dass er da noch keine neuen Früchte draus gewinnen will. Klingt jetzt doof, ja, weil jeder will irgendwie frei sein und jeder will sich gut fühlen, aber im Unterbewusstsein ein Anteil, ja, in dir, das meine ich damit. Ja, dass man, na, das ist aber der kleinere Prozentanteil und bei den anderen ist es so, dass man einfach durch ein antrainiertes Verhalten, ja, zum Beispiel, oder dass man einfach nicht in der Schwere sein will, dass es einem halt gut geht. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut, alles in Ordnung, es passt alles, es ist alles klar, es ist alles gut, ich lebe mein Leben, ich mache. Und da geht man aber nicht so tief, so richtig tief, ja, und lasst diesen Schmerz wirklich in der Tiefe ver Ebben quasi, also ebnen, damit wirklich aus der Tiefe heraus wieder dieses eigene Feuer entsteht. Und das kriege ich bei den meisten prozentuell mit, dass da noch Rollenbilder, Masken sind ja auch Rollenbilder, drüber liegen, dieses Funktionieren. Man funktioniert halt dann mal, ja? Und dieses Funktionieren ist zwar nicht schlecht, weil wir wollen ja auch nicht in ein tiefes Loch hineinfallen und wollen funktionieren, aber zu lernen, da trotzdem tiefer zu gehen währenddessen.
ja, um dieses Funktionieren aufzulösen, wieder in Erblühen, in wirklich Leben, ja. Und darin darfst du noch so ein bisschen, und das ist dir aber irgendwie bewusst, hier geht es um Gefühle, was dir bewusst ist, hier geht es dir darum, dass der Fokus noch kämpferisch ist, ja, also der Fokus ist hier auf der Schattenseite und den Sinn auch hinter den Gefühlen für sich zu erkennen, vielleicht zu benennen oder einfach auch danach zu gehen. Und ich habe so das Gefühl, vielleicht hat man manchmal so den Sinn dahinter verloren oder vergisst es manchmal. Ja, das ist jetzt so unterschiedlich, weil ihr habt da unterschiedliche Energiespannen. Also ich sehe mehrere Gruppierungen, aber trotzdem, ja, ich versuche das so in einen Nenner hineinzupacken. Und da geht es wirklich darum, diesen Fokus auf seine Gefühle nicht zu verlieren, weil auch wenn die Gefühle schmerzhaft waren, sind sie trotzdem wichtig und haben einen Sinn für dich gehabt, um etwas für dich zu erkennen. Gefühle sind dann auch verknüpft irgendwie miteinander. Und das nicht im Kämpferischen zu sehen oder zu schnell voranzudriften und irgendwas jetzt mit Ach und Krach erledigen zu wollen. Ich ziehe da nochmal eine Karte, weil ich habe das Gefühl ja, dass es dann schon auch mit der Liebe zu tun gehabt hat, oft in deinem Leben. Und jetzt geht es aber darum, diese Verwandlung anzustreben und diesen eigenen inneren Raum, heiligen Raum, auch mit der Liebe und in Balance zu erleben und hier wirklich das Vertrauen wieder zu haben zu sich, dass sich jetzt alles wandeln kann. Ja, also wunderschön. Ja, und das heißt aber auch natürlich, bei den einen, dass sie ja sagen dürfen und bei den anderen, dass es wichtig ist, auch nein zu sagen und zu gehen, wenn es eine riskante Versuchung darstellt, die einen aus der Balance, ja, wieder herauswirft. Ja. Also dann nehmt euch, das sind wirklich ganz unterschiedliche Aspekte jetzt, ja, nehmt das als Anstöße und geht bei euch da vielleicht ein bisschen tiefer einfach hinein, ja, und lasst da diese Balance, diese Liebe, jetzt ist die eine Karte, die ich vorher herausgefallen ist, war, ist jetzt nicht mehr da, die lasst jetzt einfach mal für euch sein, ja, weil hier haben wir den Willen und auch die Partnerkarte, ja, vielleicht will man da ja auch, ne, die Suche, vielleicht will man da ja auch Gnade quasi vor Recht, war jetzt, Gnade vor Recht walten lassen. Ja, wie vielleicht sind da sehr versöhnliche, sehr verzeihende Seelenaspekte mit und das ist ja auch ein wunderbares Attribut, das ist ja auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut, das kann ich selber auch, ja. Manchmal ist es aber nicht förderlich und da muss man halt für sich nachschauen, wo gibt man sich auf, wo gibt man zu viel nach, um Gnade walten zu lassen und wo ist es aber auch wirklich vielleicht auch mal wichtig, ja, dass man tiefer geht, tiefer hinschaut auch und das sind wir halt eben jetzt im Kollektiv nicht in einer einheitlichen Schwingung, sondern geteilt, deswegen spürt er wirklich zu dir hin. Auf jeden Fall geht es darum, in Verbindung zu gehen, um sich auch wieder in Verbindung zu sehen, das heißt auch alle diejenigen, die glauben, sie sind vielleicht hier, um brauchen gar keinen Partner mehr oder so, oder brauchen keine Verbündeten mehr, brauchen, na, können alles alleine. Das hatte ich vorher ja schon irgendwie diesen Einzelkämpfer so ein bisschen drinnen. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht wieder darum, dich in Verbindung zu fahren, aber auch in einer glücklichen Partnerschaft. Und das ist jetzt was als nächsten Schritt, den du jetzt einleiten wirst und kannst, weil du dich wieder nach deinen Wünschen ausrichtest, nach deinen Sehnsüchten, auch der Mond steht für die Sehnsüchte ausrichtest, damit jetzt auch mit dem Wunsch wunderbar Regenbogenbrunnen quasi alles zu dir kommen will. Ja? Das ist so eine Manifestationskraft, die jetzt auch kommen will. Wenn du sie in einer gewissen Lockerheit verfahren lässt, ja, weil wir haben ja hier den Willen auf der Schattenseite. Also alles, was zu viel mit Willen zu tun hat, mit Glaubenssätzen, die da vielleicht noch hineinströmen, wäre jetzt nicht so praktisch, ja. Und es geht auch vielleicht für den einen oder anderen darum, der bereit ist, hier vielleicht in die Selbstständigkeit hineinzugehen oder einen Arbeitsfeld aufzumachen mit diesen Blumen, die durch dich heraus entstehen, weil du dich ja jetzt auch zeigen willst mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Begabungen, was auch immer die sind, ja. Geht es darum, dass du das jetzt kannst, dass eine Brücke gebaut wird, auch in dieser Welt und dass du dich auch darauf mal fokussieren und konzentrieren darfst, ja, dass du da auch deinen Fokus drauf lenken darfst und das ist das, was deiner inneren Weisheit entspricht. Und der Rat der inneren Königin ist geil. Der Rat der Hohepriesterin und natürlich deiner inneren Stimme, ja, sagt dir hier, du bist nicht allein, lass diese drollige Glaubenssätze sein und lass dich auf dich ein, damit das jetzt in die Heilung kommen kann und du aus diesen Labyrinth, was gar nicht mehr auf der Schattenseite ist, sondern auf der Lichtseite ist, wieder
erholt quasi herauskommst, um jetzt wirklich deiner inneren Stimme, deiner Eule, deiner Weisheit zu folgen und das jetzt auf die Erde zu bringen, was du wirklich auf die Erde bringen magst. Ja, und ich freue mich mega, wenn ich da die ersten Schritte setzen kann, mit dir kostenfrei in meinem Workshop am 28.05. ist der nächste wieder, sei da dabei. Ich freue mich sehr. Melde dich einfach gerne in meinem Memberbereich an. Unten hast du die Kontaktdaten dazu, beziehungsweise hast du die Webseite dazu, deinwegzudir.at, wo du da einfach locker und flockig hineinsteigen kannst. Und da sehen wir uns dann in einem Zoom-Live. Da freue ich mich schon sehr, weil ich da mit euch die ersten Schritte mache. Es ist nicht mein Mentoring und es ist auch nicht die Ausbildung, aber es ist schon ganz, ganz viel Input, der da fließt, weil ich natürlich auch vorbereiten will, bevor man in meine Programme kommt, weil dann habe ich in meinen Programmen schon ein höheres Level und das finde ich mega geil. Deswegen hol dir einfach alles raus, was du kannst und komm einfach da mit dazu und lerne dich wieder in einer anderen Energie zu spüren und wahrzunehmen. Also bis dann, liebe Waage, ich freue mich auf dich und spätestens im nächsten Monat zu der Waagelegung sehen wir uns ja dann auch wieder. Bis dann, Papa.